Das DIN-TV Rock am Ring Spezial. Yo, what's going up? Here's the Atzen. Well, we are 30 seconds to Mars. Yo, what's going on? This is Dizzy Ross. We're from the band Editors. You're watching Das Ding TV. Das Ding. Das Ding. Rock am Ring Special. The Rock am Ring Special. Yeah. The thing. Right now. Das Ding TV. Sup. Das Ding TV Rock am Ring Spezial. Servus und hallo, hier ist das Ding TV, eure Lieblingssendung im SWR Fernsehen und auf 1 Festival. Schön, dass ihr da seid. Das ist die 350. Ausgabe von das Ding TV. Deswegen haben wir eine kleinere Party organisiert. Wir nennen sie jetzt einfach mal Rock am Ring. 80.000 sind da. Schön, dass ihr auch da seid. Zwei Spezialsendungen gibt's von Rock am Ring und das erwartet euch im ersten Teil. Wir haben für euch die besten Live-Auftritte. Auf der Bühne sind unter anderem Jan Delay, Dizzy Rascal, One Republic, Kiss und Gossip. Außerdem haben wir für euch die größten Stars. Hinter der Bühne zeigen euch unter anderem Kiss, wie groß Rainer Marias Zunge ist, und Jared von 30 Seconds to Mars zeigt euch, was er im Koffer hat. Dazu gibt es 85.000 Fans, die Fußball-WM-Tipps der Stars und die Bundespräsidenten-Kandidaten-Vorschläge der Fans. Das alles in den nächsten 45 Minuten und wir verlosen Tickets fürs nächste Festival, das Southside Festival in Neuhausen-Obbeck bei Tuttlingen nächstes Wochenende. Rock am Ring gibt es jetzt schon seit 25 Jahren, das ist die Jubiläumsausgabe. Und es ist das größte in Deutschland und eines der größten Festivals in Europa. Und für noch mehr Hitze sorgen 30 Seconds to Mars, Kiss, Jay-Z, Rage Against the Machine und Muse. Das Ding TV Rock am Ring Spezial. Unglaublich, sie sind hier, alle vier Mitglieder von Kiss. Ich bin etwas aufgeregt und fühle mich etwas klein. Nice having you here, guys. Vielen Dank. Nice to be here. How are you doing? How are you doing at the moment? We're feeling great. We're ready for a big show. Great? Yeah, it's going to be great. Here we are at Rock and Ring, and you know, we're the only band playing tonight. We have a warm-up band going on to support us beforehand, but we have a big sold-out show, maybe 60, 70,000 people. Not a festival. Festival starts tomorrow. Tonight, it's Kiss night. Are you a little bit excited, nervous? No. You know, right before gigs, or is it now business as usual after so many years in rock and roll business? You know who's excited and nervous? The fans. We're excited to be here. They're nervous. They're nervous because they know that they're going to see the greatest band, and we're excited because we're going to be that. But nervous, that means that you're not sure of what you're doing. We know exactly what we're doing. We're Kiss. But when you look at your shows right now and maybe shows 20 years ago of you, what is more fun and why? Fun? It's not like fun. When you climb Mount Olympus and you see the gods who walk the earth, it's not fun. It's glory. Oh, that's good. What about the you know, rock and roll, sex and drugs and rock and roll thing at the moment? Is it still like it always used to be, or is it getting more and more? For Kiss, it was never sex, drugs and rock and roll. It was sex and rock and roll. Drugs are for losers. You know, bands that do drugs, sooner or later they either die or they stop being creative. So sex, drugs, excuses. And rock and roll. Yeah, or make excuses. Drugs equal death, sickness, losers. You know, it's part of being a cartoon. You know, you start to live this life that you think is the way people want you to be. It's for fools. What about going on with the groupies? Do you still have time for that, or do you have to say? Eric's very quick. Eric, he's quick. I just had 10. We enjoy beautiful women, you know, just like everybody else, and we've got some beautiful ones around us, as we know, and some not so beautiful ones. Which German bands do you like, and do you know? Is there anything? Die Totenhosen. Die Totenhosen. Yeah, that's. Peter Maffay. Yeah. Oh, Peter Maffay? Yeah. Very Dana. Good. Very good. 99 Love Balloons. Tokyo Hotel as well? A little too pretty for men. And how do you like them? Too pretty for men. Okay. They would make pretty girls. Oh, yeah. Yeah. They'll be very popular in jail. I like the band. You know, the tongue thing is always like the must-have on an interview. Of course. There you go. Go ahead. He'll show you. I know what happens. I know. I saw a couple of interviews with girls. Go ahead. Kiss Evel Knievel. Come on, you guys. Oh, my God. yes? All right. Auf Wiedersehen. It's not so bad, isn't it? Very bad. Das
Das Ding TV Rock am Ring Spezial. Rock and Roll All Night and Party Every Day! TV Rock am Ring Spezial. Ja, bei Rock am Ring, da spielen ja einige der besten Musiker und Bands der Welt. Und wenn ihr das jetzt gerade seht, dann ist ja noch eine wichtige Veranstaltung gerade im Moment in Südafrika, die Fußball-Weltmeisterschaft. Ist ja klar, dass wir bei den Musikstars mal nachgefragt haben, ob die sich da ein bisschen auskennen und wer deren Favorit ist. Which team is gonna win? Oh, I have no idea who's gonna win the World Cup. New Zealand. I think a country, you know, that's based in South Africa. I'm not really a football guy, I have to say. Ugh. I always cheer for imaginary countries. Probably this is the year for the United States and the World Cup. We're Americans, we don't care about soccer. I think the Redskins are going to do good Redskins this year. Redskins are coming back. Wer wird Weltmeister? Die Lena Meyer. Weltmeister wird Lena Meyer. Ich bin natürlich für Deutschland, ist ja klar. Und ich hoffe auch, dass sie Weltmeister werden. Aber wenn sie es nicht schaffen, wovon ich jetzt nicht komplett überrascht wäre, nur enttäuscht, dann werden das auf jeden Fall Spanien oder Argentinien. It seems like most people think England's gonna take it this year. Ich glaube tatsächlich, dass Deutschland eine Chance hat. Selbstverständlich. I haven't got a clue, unfortunately. I think that it would be nice to see somebody winning it or doing really well, who normally is not doing well. Ivory Coast. The St. Pauli. Well, I don't know who's gonna win, but I know everyone's gonna get drunk no matter what. Everyone's gonna have a good time. May the best team win. Well, I hope that all football players in that cup should get cancer and die immediately, right before the actual game starts. That would be a spectacle. Yes, that'd be that would set the world on fire. That'd be entertainment. Das Ding TV Rock am Ring Spezial. Everybody says I'm rocking, but let's not even give me the slip. Some people think I'm fucking, but I just think I'm rocking.
DinTV Rock am Ring Spezial. Wir sind Backstage hinter der Alterna Stage und bei mir ist jetzt Jan Delay. Schönen guten Tag. Hallo, wie geht's dir? Gut, sehr gut. Ja, schönes Wetter, wunderschön. Ha? Gechillt etwas? Ja. Wir haben so ein, hier so abseits davon so einen kleinen Bungalow in so einer Fertighaus-Feriensiedlung für die ganze Band. Und da wurde ich dann eben rausgerissen aus der Idylle. Das sieht alles genauso aus wie in der Mysteria Lane oder im Soundgarden Black Hole Sun Video. Jetzt bin ich hier, fühle mich ein bisschen wie Klaus Kinski, aber ist alles gut. Gibt schlimmere Gefühle, ne? Ja. Sag mal, du und Rock am Ring. Weißt du schon, zum wievielten Mal bist du jetzt hier? Also dreimal solo? Zum fünften. Zweimal mit den Beginnern genau. Da gewesen. Ja, und du, deine Beziehung, die war ja gespalten, sagen wir es mal so. Wieso? Zu was? Zu Rock am Ring? Ja, ja, jetzt Festival. Haben sie aber geiles... Achso, nee. Achso, warum? Jetzt haben sie geiles Catering. Achso, und jetzt ist es okay. Ja, nein, Quatsch. Rock am Ring war immer schon mein Lieblingsfestival. Und es war halt immer unglaublich, weil es halt so viele Menschen sind. Und so trotzdem so geile Bands und geiles Querbeet-Booking irgendwie. Das fand ich immer geil. Und ich konnte hier immer am meisten andere Bands sehen, die mich interessiert haben. So. Und das finde ich natürlich einfach geil. Und deshalb war es mir immer egal. Das Essen hier war immer scheiße. So. Immer. Aber dieses Mal ist hier auch richtig geiles Catering auf der Alterna Stage. Richtig derbe. Saftpresse am Start. Eierstation. Keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Richtig derbe. Die wissen halt, wie man die Künstler bei Stange hält jetzt mittlerweile, ne? Ja. Die Kabine ist ja auch ein bisschen größer geworden seit auf dem jeden ersten Fall. Mal. Ne? Ja. Jetzt so langsam. Ja. Ey, du musst ja um 1.15 Uhr raus. Ist auch für dich ein später Auftritt, oder? Für mich ist das völlig cool. Ich hoffe halt nur, dass die Leute dann noch können. Vor allem den ganzen Tag so eine Sonne, Brat. Wir haben das Gute, dass vor uns die Sporties Unplugged spielen. Deshalb, wenn jetzt vor uns auch noch Manowar spielen würde oder sowas, dann hätten wir, glaube ich, einen schweren Stand. Du kannst auch gerade deine Live-Platte empfehlen. Dann ja, kann man sehr. Sich davon überzeugen. Wo wir, ne? wo wir gerade bei Live-Bands sind. Genau. Deine kommt sogar zufälligerweise heute raus. Ja. Exakt, ja. Wo habt ihr alles aufgenommen? Ich war in Stuttgart beim Konzert. Genau. Ist es dann nur Stuttgart oder habt ihr gemischt? Nee, da ist ein Song hat es geschafft von Stuttgart. Echt nur einer? Ja. Ey, wir haben geschrien wie die Idioten. Du hast ja... Voll. Man muss dazu erzählen... Ey, ihr hattet den besten Sound. Also wir haben ja Stuttgart, München und Hamburg mitgeschnitten. Und von der Halle so, ja. Wegen den Molton-Dingern und so, ey, der beste Sound. Aber Hamburg war einfach noch geiler. Also der größte Teil kommt aus Hamburg, aus der Colorline Arena. Das war einfach unglaublich geil. Na gut. Und dann kommen, glaube ich, zwei Songs aus München. Und zwei aus Stuttgart. Zwei. Genau. Man muss auch sagen... Aber lustigerweise, der Song, der jetzt die... Also Single, nicht in dem Sinne, es gibt ja keine Single, aber es gibt ein Video und im Radio wird es hier und da mal gespielt. Das ist Large und der ist aus Stuttgart. Man muss Am aber Anfang sei auch Boogie Down, Stuggy Town. Man muss aber auch dazu sagen, es war ich nicht... Ich sag jetzt nochmal was, du kannst jetzt genau. nicht Benny. Das DinTV Rock am Ring Spezial.
got my Beatles on the fire. Von gar nicht selten von seinen Nase. Ja, alles geht an mir, man muss sie. Du und dein Haus kommt ja, wir haben die Beat. Hammer! Ich hab was sie fehlt und ich hab was zu machen. Eine volle Packung Disco, ja, die möchte ich hier rein. Und darum lieben wir die Disco. Ja, darum ziehen wir in den Disco. Feiern wir und ziehen wir in den Disco. Laufen so vom Mund in die Stadt. Disco. Lassen uns heute in den Zeit. Disco. Leute, wie heißt meine Band? Disco. Ich frage, wie heißt meine Band? Disco. Bitte, wie heißt meine Band? DinTV Rock am Ring Spezial. Hello, I'm Russell. And I'm Tom, and we're from the band Editors. Yo, what's up? I'm Be Real. I'm Bobo. I'm Send Dog. We are Cypress Hill. Next week, there's even more Rock am Ring coming up with us, The Hives, and this camera. Hey, this is Chris. This is Randy from Lamb of God. And we play in a band called Muse. I fucked up. That sometimes happens. And we're here at the Rock and Ring Festival 2010. And next week you're going to see more of the Dusting Special at Rock and Ring. Um Gottes Willen, es muss immer weitergehen. And next week you're going to see more of Dusting at Rock and Ring. What was I saying again? Next week there's even more Rock and Ring. And next week there's even more Rock and Ring on Dusting TV with yours truly, The Hives. So ist es. Wir sind dabei. Rock am Ring auf Dusting. Schaut euch dieses Zeichen an. Das DinTV Rock am Ring Spezial.